Grüß euch zu Teil 2. Was sind spirituelle Lehrer und woran erkennst du die falschen? Das allererste Merkmal ist, die falschen Lehrer reden nicht über Papa und Mama, überhaupt nicht. Und am echten Lehrer geht's nur um Gott, Papa und Mama und dass du die Verbindung zu ihnen kriegst. Ein echter Lehrer bringt dich zu Gott, Papa und Mama. Aber nicht nach dem Tod, sondern jetzt. Aber über Gott, Papa und Mama zu reden, bedeutet überhaupt nichts, wenn er dich nicht dahin bringen kann. Ein echter Lehrer bringt dich in Verbindung mit Gott, Papa, und dazu brauchst du keinen Kurs, keine Technik und sonst nichts. Sowas geht ganz schnell von einem Moment zum anderen. Und auch nicht irgendwann einmal und auch nicht im nächsten Leben. Na, das passiert jetzt. Tatsächlich im Jetzt. Und wenn du das selber erleben willst, gehst du zu Video Nummer 15 in meinem YouTube-Kanal, da gibt's die Übung dazu. Ganz einfach und schnell wird deine Verbindung zu Gott, Papa und Mama geöffnet. Und nach der Übung spürst du es auch gleich. Die Leichtigkeit und der Freude ist da und ein angenehm freundlicher Windhauch. Manche erleben ihn als Wind, als Strom, als große Kraft. Und plötzlich wirst du dir bewusst, dass die Gedanken still sind. Wo man vorher manchmal gar nicht gemerkt hat, dass man andauernd denkt. Auf einmal spürst du eine tiefe Stille. Und hier wird dein Empfinden eins mit Gott Papa und Gott Mama. Und du kommst ganz und gar zu dir selbst. Ein weiteres und eins der wichtigsten Merkmale von einem echten Lehrer ist, du hast zu jeder Zeit die Entscheidung und Kontrolle über dich selber. Das ist das Prinzip vom freien Willen. Du entscheidest und du bist der Meister. Und ein wirklicher Meister macht dich zu deinem eigenen Meister. Und damit kannst du dich selber reinigen von all dem Zeugs, das dir nicht passt. Ja, das dir nicht passt. Nicht irgendjemand anderem, sondern dir. Und deine Programmierungen kannst du auch selber löschen, das ist gar nicht schwer. Das geht alles leicht und schnell. Und weißt warum? Du bist doch in ständiger Verbindung mit Gott, Papa und Mama. Das wird er vergessen. Und es wird auch vergessen, dass da nicht irgendeine göttliche Energie rumschwirrt. Und anscheinend ist er nicht bekannt, dass das göttliche weiße Licht, von dem sie immer reden, dass das ein Scheinlicht ist, ein dämonisches. Oder wenn du stirbst, dann geh ins Licht. Na, du musst zu Gott Papa und Gott Mama selber. Licht und Energie und was noch nicht alles. Damit halten sie dich in der materiellen Welt. Ist dasselbe wie bei dir. Es geht nicht um deine Aura. Es geht um dich. Verstehst? Es geht auch nicht um deine Frequenz, um die zu erhöhen. Erhöhe deine Frequenzschwingungen. Das ist auch wieder nur materielle Welt. Energie und Frequenz gehören noch zur materiellen Welt. Also es geht nicht um deine Frequenz, es geht um dich. Verstehst den Unterschied? Göttliches Licht und göttliche Energie und so weiter, das ist Etikettenschwindel, weil das gibt's nicht. Es geht darum, dass du zu Gott Papa selber kommst, zu Gott Mama selber. Nicht in ein imaginäres Licht. Verstehst du den Unterschied? Und ich habe schon mal gesagt, beten oder was uns als Beten beigebracht worden ist, vergiss es. Vergiss das Beten. Du kannst mit Gott Papa und Gott Mama ganz normal reden, wie ein Kind mit seinen liebenden Eltern reden kann. Wenn du das mal machst, dann wirst du was völlig Unerwartetes erleben.
Der Mensch in der verkehrten Welt erlebt ja nur Abweisung. Einfach weil sie jeden, der nicht ist wie sie, verurteilen, abweisen und anfeinden. Und drum bist du diese Behandlung auch so gewöhnt, dass das so ein überraschendes und tiefes Erlebnis ist. Wenn du spürst, wie Gott, Papa und Mama dich annehmen, dass sie dich annehmen und akzeptieren, so wie du bist. So kannst du zu ihnen kommen und so wirst du angenommen. Meinst du, die verstehen nicht, dass du Wunden hast und dass du programmiert bist und deswegen bist sie daneben? Aber eingehüllt in ihrer Liebe und Aufmerksamkeit ist es doch ein leichtes, das zu löschen und zu heilen alles. Und das ist jetzt aber kein Jesus liebt dich Gerede. Na, hier geht's um dein eigenes inneres Erleben, dass Gott, Papa und Mama da sind bei dir, dass du sie spüren kannst und mit ihnen reden kannst. Du musst dich nicht ändern, du musst dich nicht wandeln. Du musst nicht aufsteigen, du musst nicht absteigen. Nix musst du tun, gar nix. Kein Kurs, keine Ausbildung, keine Rituale. Im Gegenteil, du musst mit dieser ganzen Akrobatik aufhören. Nur zu ihnen kommen, nur bei ihnen sein, mit deiner Aufmerksamkeit und im Bewusstsein. Dies ist alles. Und Gott, Papa und Mama sind auch nicht irgendwo ganz weit weg. Die sind immer bei dir, allgegenwärtig. Das heißt, sie sind auch bei dir. Bewusstsein ist immer der jetzige Moment. Jetzt. Außerhalb vom Jetzt gibt's nichts. Du wirst jetzt sagen, ja, das hört sich schon alles gut an, aber wie komme ich denn dahin? Also hier kann ich nur erzählen, wie es mir gegangen ist. Ich habe mir eigentlich nur gewünscht, Gott Mama, ich möchte zu dir. Gott Papa, ich möchte zu dir. Nicht irgendwann, jetzt, ich möchte zu dir. Das habe ich mir gewünscht und das war's. Dann ging alles ganz leicht und alles ging auf in mir nach oben und auf einmal waren sie da. Diese tiefe Stille, die ganze Schöpfung umhüllt und in dieser Stille findest du sie. Und Gott, Papa und Mama nehmen dich an, so wie du jetzt bist, ganz genau so. Und das alleine ist ein unglaubliches Erlebnis. Sie nehmen dich an. Du spürst es und du weißt es. Und du bist angekommen daheim in absoluter Sicherheit und in höchster Freude. Dann legst du ihnen deinen Schmerz, deine Wunden, dein Trauma, dein Leiden, du legst es alles zu Füßen von Gott Mama. Leg ihr alles zu Füßen, leg ihr alles zu Füßen. Und dann red mit ihr über alles. Du kannst der Mama alles erzählen. Und du wirst sehen und erleben, wie sie das alles auflöst. Mama, was soll ich denn machen? Mama, mir tut's weh, bitte mach das weg. Ich weiß, wie sie das jetzt anhört, aber es ist wirklich so. Geh zur Mama, nicht irgendwo anders hin. Gott, Mama, lösch meine Vergangenheit. Gott, Mama, lösch meine Programmierungen, bitte schnell. Gott, Mama, zeig mir, wie ich es machen soll. Gott, Mama, gib mir die Kraft, dass ich jetzt noch durchhalte. Gott, Mama, zeig mir die Wahrheit. Du wirst sehen, wie sich dein Leben ändert. Zum Guten, zum Schönen. Du brauchst wirklich nur zu Gott, Papa und Mama gehen,
Mehr ist es nicht. Dort findest du alles. Alles. Sie wünscht sich ja auch nichts mehr, als dass ihr Kind glücklich ist. Das ist nämlich deine Bestimmung, glücklich zu sein. Glücklich sein ist deine Bestimmung, sonst nichts.